Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik. Hallo zu Dore Mikro, hier ist die Katharina und wenn ihr Lust habt, dann machen wir gleich einen Besuch bei dem berühmten Komponisten Joseph Haydn. Und dazu müssen wir die Uhren zurückdrehen. Über 200 Jahre sogar. So, und damit sind wir in Wien im Jahr 1809 gelandet. Daheim bei Joseph Haydn. Und der ist schon ziemlich alt und ziemlich krank ist er auch, aber heute bekommt er trotzdem Besuch. Nicht nur von uns, sondern auch von einem Herrn, der aufschreiben will, was Joseph Haydn so alles erlebt hat. Und da hat Papa Haydn eine ganze Menge zu erzählen. Oh, schnell, die Perücke auf den Kopf und den Brillantring an den Finger. Mein Diener klopft. Herr Joseph, hier ist der Herr Albert Christoph Dies. Er möchte Ihnen einen Besuch abstatten. Oh, lass ihn herein. Bitte treten Sie ein, sehr verehrter Herr Dies. Herr Joseph, er kommt, weil er wünscht, ein Buch über Sie zu schreiben. Wenn Sie ihm bitte ein bisschen aus Ihrem Leben erzählen möchten. Ja, ja, gerne. Er soll Platz nehmen. Ich beginne ganz früher, als ich noch klein war, wenn's genehm ist. Oh, wir sind ganz Ohr. Hier im kleinen Kirchturm am Glockenseil hängen und hin und her schwingen, das war toll. Rauf und runter und wieder rauf und runter. Manchmal wurde es mir ganz schwindlig, aber es war ein Riesenspaß. Und es war eine höchst offizielle Angelegenheit. Mein Schulmeister hatte mir aufgetragen, zu bestimmten Zeiten die Glocken zu läuten. Ich habe seit meinem 6. Lebensjahr bei ihm gewohnt und im Haus geholfen. Als Gegenleistung hat er mir Unterricht im Lesen, Rechnen und Schreiben gegeben, vor allem aber in der Musik. Ich habe singen gelernt, Geige, Orgel und Pauke spielen. Das hat mir solchen Spaß gemacht, dass ich sogar die vielen Prügel und das schreckliche Essen vergessen habe. Hört, hört, heute Nachmittag habe ich meinen ersten Auftritt. Ich bin Pauker in der Kapelle, richtiger Pauker. Mit einer selbstgebastelten Trommel aus einem Mehlbehälter bin ich durch die Straßen gelaufen und habe meinen ersten Auftritt angekündigt. Dabei habe ich gar nicht bemerkt, dass ich von Kopf bis Fuß mit Mehl bestäubt war, bis der wütende Schulmeister gekommen ist und mich wieder eingefangen hat. Mit 6 habe ich meinen ersten öffentlichen Auftritt gehabt. Ich durfte in einer richtigen Kapelle spielen, in der Kapelle vom Schulmeister. Ich war so stolz, dass ich fast geplatzt wäre. Ich wollte ja schon immer Musiker werden. Mit 5 Jahren war ich schon mit meinem Papa durch die Wirtshäuser gezogen und hatte gesungen. Die Leute haben immer gesagt, hübsch ist er nicht, aber Stimme hat er wie ein Engel. Naja, ein Engel war ich wirklich nicht, ganz im Gegenteil. Aber das Singen mochte ich. Eines schönen Tages musste ich vorsingen. Ein wichtiger Herr aus Wien war eigens angereist, um mich zu hören. Ich trillerte und sang so schön wie ein Vogel, so dass ich gleich engagiert wurde als Sängerknabe an dem berühmten Stephansdom in Wien. Hier in Wien ging es hoch her. Die feinen Leute ließen sich in Holzkästen durch die Straßen tragen, in sogenannten Sänften. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Und der Dom, der war riesig und wunderschön. Ja, aber das Leben hier, es war ein Graus. Lernen, singen, üben. Der ganze Tag war verplant und dann gab es nicht einmal was Ordentliches zu essen. Das ärgerte mich besonders, vor allem, weil meine Mutter eine wunderbare Köchin war und ich gutes Essen gewöhnt war. Gott sei Dank war mein Chor manchmal bei sehr reichen Leuten zu Besuch, um dort zu singen. Da konnte ich mir dann so richtig den Bauch vollschlagen. Einmal haben wir ein Konzert für die Kaiserin Maria Theresia gegeben. Hoch oben
Das war ein lustiges Konzert. Extra für die Kaiserin. Das war mir aber ehrlich gesagt wurscht. Der Vogel, der da im Hintergrund mitpfeift, ist übrigens gar kein Vogel, das bin ich. Ich bin einfach während dem Singen auf ein Gerüst geklettert und hab von oben mitgepfiffen. Die Kaiserin war ziemlich sauer. Das war nicht das einzige Mal, dass ich mich als Tier ausgab. Immer wieder habe ich die Leute mit Tiergeräuschen erschreckt. Ich war ein echter Meister im Tiere nachmachen. Wahrscheinlich, weil die Vögel, Frösche, Kühe und Katzen früher meine besten Freunde waren. Ich bin in einem kleinen Ort namens Rohrau in Österreich aufgewachsen. Kinder gab es dort wenige, also habe ich die meiste Zeit damit verbracht, mich auf eine grüne Wiese zu legen und den Tieren zu lauschen. Tiere mag ich heute noch. Ich habe sie auch öfters in meine Kompositionen eingebaut, zum Beispiel ins Vogelquartett. Das Komponieren habe ich mir übrigens selbst beigebracht. Ich bin einfach oft in Konzerte gegangen. In Wien war ja viel geboten. Die besten Musiker waren hier zu Hause. Und dann habe ich mir die Noten besorgt und zu Hause studiert. Irgendwann habe ich mich selbst ans Klavier gesetzt und so lange herumprobiert, bis ich eine schöne Melodie gefunden hatte. So sind meine ersten Kompositionen entstanden. Und so habe ich es bis zum Schluss gemacht. Schade, dass ich jetzt zu alt und zu schwach zum Komponieren bin. In mir ist noch so viel Musik. Meine Karriere als Sängerknabe in Wien ging ganz plötzlich zu Ende. Ich wurde einfach auf die Straße gesetzt, weil ich im Stimmbruch war. Dann musste ich mich erst mal alleine durchschlagen. Gewohnt habe ich in einer winzigen Dachkammer. Um Geld zu verdienen, habe ich unterrichtet, in Wirtshäusern gespielt und nachts habe ich studiert. Es war ziemlich mühsam, aber einmal da gab's eine Riesengaudi. Ich hatte mir einen Streich ausgedacht, so wie früher. Ein Riesenaufruhr. Dabei wollte ich nur mal einen kleinen Scherz machen. Ich hatte alle Musiker, die eigentlich im Wirtshaus spielen sollten, in den Straßen verteilt und zu jedem Einzelnen gesagt, er soll einfach das spielen, was ihm gefällt. Ein schönes Durcheinander. Die Leute beschwerten sich. Ja, es kam sogar die Polizei. Ich habe mich schnell aus dem Staub gemacht. Mit 29 bekam ich eine richtige Anstellung als Musiker bei einem bedeutenden Fürsten namens Esterhazy. Der bewohnte gleich zwei Schlösser, eines in Österreich, eines in Ungarn. Und dort auf Esterháza, so hieß das ungarische Schloss, wurde ich als Hof- und Theaterkomponist angestellt. Ich hatte viel zu tun. Es gab ein eigenes Opernhaus, eine Hofkirche und eine Marionettenbühne. Und der Fürst wünschte, jeden Abend neue Kompositionen zu hören. Also, was machte ich? Ich komponierte und komponierte. Daneben habe ich noch die Schlosskapelle geleitet und hatte ständig Konzerte. Es war eine feine Sache hier. Ich musste zwar viel arbeiten, aber der Fürst hat mich bezahlt. Und zwar fürstlich bezahlt. Tippt an die Seiten, ergreift die Leine, los meinen Gott, der Sonne stand, verlobet den Welt, den mächtigen Gott. Auf dem Schloss waren oft Gäste aus fernen Ländern, aus Russland zum Beispiel oder aus England. Könige, Fürsten, Barone, lauter wichtige Leute. Und alle waren begeistert von meiner Musik und haben in ihrer Heimat von mir erzählt.
So kam es, dass ich allmählich berühmt wurde und mit Medaillen und Ehrungen überschüttet wurde. Sogar ein Denkmal hat man mir gebaut. Ja, das ist sie, meine beste, meine schönste Melodie. Ich bin ganz besessen von ihr. Gott erhalte Franz, den Kaiser. Ein Lied für den österreichischen Kaiser Franz, weil ich ihn so verehre. Das erste Mal wurde es an seinem Geburtstag in der Wiener Oper aufgeführt. Ich war sehr aufgeregt, ob es ihm wohl gefallen würde. Und tatsächlich, der Kaiser war gerührt. Ja, er hat sogar geweint und er hat mir aus seiner Loge zugelächelt. Ich war überglücklich. Obwohl ich insgesamt 104 Sinfonien und viele Klaviersonaten, Kirchenmusik, Lieder, Opern und Kammermusikstücke komponiert habe, ist diese Melodie immer noch meine allerliebste. Ja. Auch jetzt, wo ich krank bin und kaum noch laufen kann, lasse ich mich jeden Morgen zum Klavier tragen, um diese Melodie zu spielen. Dann vergesse ich meine Schmerzen und bin glücklich. So wie ich es mein ganzes Leben war. Verzeihen Sie, Herr Josef, es ist Zeit zum Schlafen. Wenn Sie dem Herrn dies vielleicht ein andermal weitererzählen möchten. Ist recht, ich spiele ihm nur noch was Kleines vor. Das war eine Geschichte von Uta Seiler, erzählt hat sie euch Martin Wimberger. Tja, mit 77 Jahren ist Josef Haydn als berühmter Mann gestorben. Seine Musik aber, die kennen wir alle. Ganz besonders natürlich die Kaiserhymne, die wird heute im Fußballstadion gesungen. Es ist nämlich die Melodie der deutschen Nationalhymne. Und eben die Melodie, die Josef Haydn von all seinen Kompositionen am liebsten gemocht hat. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Macht's gut, eure Katharina.